Das folgende Video enthält Darstellungen von Gewalt und sollte von minderjährigen Zuschauern nicht konsumiert werden. Tschüss Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Micky Malt. Diesmal eine besondere Folge. Hallo, Kosti ist auch zu Besuch. Und zwar wird das ein Format, das es hier auf Dark Victory gar nicht mehr geben wird, sondern aber auf unserem neuen Kanal, denn es wird einen neuen Kanal geben, auf dem ganz viel Disney-related Stuff kommt, wie dieser hier. Dazu aber am Ende des Videos nochmal mehr. Ich habe mir gedacht, was wäre, wenn Disney sich einfach viel mehr an die Buchvorlage oder das Theaterstück von Peter Pan, also an die Originalgeschichte gehalten hätte, und wie würde das Ganze aussehen in dem Stil von Disney, in den Farben von Disney. Dazu habe ich mir als erstes aus Peter Pan 2 einen schönen Hintergrund rausgesucht und den so weit freigestellt, dass ich da drin anfangen kann rumzukrakeln, und wollte ein paar Sachen in ein Bild packen, die so zwangsläufig nicht chronologisch in der Geschichte passieren, die aber alle Teil der Originalgeschichte sind. So, klang jetzt verwirrender, als es eigentlich ist. Zum Beispiel, wenn Peter Pan zum Schluss Hook besiegt, um zu Hook zu kommen, killt er praktisch erstmal alle Piraten. Und das wird so nicht im Disney-Film gezeigt, dass er wirklich so einen nach dem anderen niederschlachtet. Und das wollte ich auf brutalste Art und Weise dokumentieren. Darum habe ich auch in den Hintergrund nochmal das Piratenschiff gepackt und habe das alles so ein bisschen in so einer Höhle, so ein bisschen am Strand spielen lassen, was auch einen anderen Grund hat, dann in einem anderen Kampf, in dem Peter Pan verwickelt war gegen Hook, gibt es diese Szene, wo er am Arm verletzt wird und am Strand angespült wird und eigentlich so gut wie am Sterben ist, so gut wie tot ist und eigentlich nur darauf wartet, dass er ausblutet und stirbt, bis er dann aber von den Lost Boys gefunden und gerettet wird. Und das ist ziemlich mies für eine Kindergeschichte, muss man sagen, aber ich fand dieses Bild einfach so krank in meinem Kopf, dass ich das unbedingt zeichnen wollte und hier mit reinpacken. Außerdem gibt es ein alternatives Ende, beziehungsweise das echte Ende, wie Hook von dannen zieht. Im Film, im Disney-Film von 1953, wird er ja eigentlich nur besiegt, hat die ganze Zeit Schiss vom Krokodil und flieht praktisch nachher von der Nimmerland-Insel mit Sack und Pack. In der Originalgeschichte wird er zerfleischt vom Krokodil, was wiederum nicht sehr kinderfreundlich ist. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass so alte Geschichten eh irgendwie nicht sonderlich kinderfreundlich waren. Und naja gut, die Kinder sind trotzdem groß geworden. Vielleicht sind das aber auch so die Wurzeln aller Serienkiller, man weiß es nicht. Märchen und alte Geschichten. Genau, das wollte ich auf jeden Fall dokumentieren, wie Captain Hook verdreht und zerfressen wird von diesem netten, hübschen Krokodil. Und ja, daraus kam dieses große Gemetzel. Ich finde es eigentlich ganz schön, ich finde es auch ganz lustig so. Ich habe, wie man sieht, nachher auch die Originalfarben aus dem Film benutzt, sodass das alles auch einheitlich mit dem Hintergrund harmoniert. Und mein Hauptziel war praktisch, ein Bild zu erzeugen, was aussieht, als könnte es ein offizielles Disney-Bild sein, nur dass es viel zu gruesome ist, als dass man das irgendwo zeigen würde. Zur Originalgeschichte gibt es aber sogar noch ein paar mehr Sachen zu sagen. Die Originalgeschichte ist nämlich noch in viel mehr Punkten gruselig. Zum Beispiel wusstet ihr, dass Peter Pan mehrere Generationen besucht, weil er ja praktisch nicht altert. Gibt es im Originalspiel eine Anspielung drauf, dass Wendys Mutter bereits von Peter Pan besucht wurde und ins Nimmerland entführt wurde, was schon mal gruselig ist. Und im Originalstück geht es auch so weit, dass die Darling-Familie nachher die Lost Boys, also die verwunschenen Jungs, adoptiert. Und später, wenn Wendy erwachsen ist, Peter kommt, um Jane, ihre Tochter, zu holen. Was ja tatsächlich auch in Peter Pan 2, Neue Abenteuer mit Nimmerland, passiert ist. Und das fand ich sehr lustig, dass das tatsächlich eine Wurzel in der Originalgeschichte auch hatte. Es gibt eine weitere gruselige Fantheorie, nenne ich es jetzt einfach mal. Und zwar, dass Peter Pan ein Todesengel ist, der eigentlich kommt, um Kinder abzuholen und in den Himmel zu bringen, die daraufhin sterben, die praktisch durch diesen Moon sterben. Und das ist relativ
creepy und es wird noch gruseliger, wenn man sich überlegt, dass es ja auch dieses Zitat gab von ihm im Originalstück, wo er sagt, zu sterben wird ein schrecklich tolles Abenteuer, was aber auch wieder zeigt, dass Peter Pan einfach nie erwachsen wird und all diese Taten, die er hier vollübt, nämlich dieses Rumgemetze im Original, niemals daraus lernt oder merkt, dass es moralisch falsch ist, weil er einfach das ewige Kind ist, was niemals aus seinen Fehlern lernen wird und ja, auch alles vergisst, woraus er hätte lernen können. So, und so gibt es ja auch zum Beispiel eine Szene im Original, wo er später vergisst, dass es Tinkerbell gab, weil er einfach sehr schnell vergisst, weil das Sachen sind, aus denen man lernen würde und erwachsen werden würde. Und das ist ein bisschen creepy. Zur gesamten Geschichte mit, er ist der Todesengel, der Kinder abholt und sie in den Tod, in Nimmerland bringt, praktisch in das Paradies. Gibt es noch eine andere gruselige Geschichte, die sich tatsächlich so zugetragen hat, nämlich im Disneyland. Da gibt es ja auch immer so diese verkleideten Menschen, irgendwie Pocahontas und Cinderella in ihren riesigen Kleidern. Und da gibt es auch einen Peter Pan. Und da gibt es eine gruselige Anekdote von einem kleinen Mädchen, was sich selbst verletzt hat und geritzt hat. Und der Peter Pan, der verkleidete Peter Pan, ankam und ihren Arm genommen hat und gefragt hat, ob das Narben von Hook seien. Und sie war natürlich ein bisschen perplex und er hatte gesagt, da solche Narben Menschen schneller erwachsen werden lassen, möchte er verhindern, dass das wieder passiert und sagte zu ihr, du kannst mit ins Nimmerland kommen und ich werde deinen Arm für alle Zeit vor Narben verstecken. Was irgendwie süß ist, aber wenn man sich diese Todestheorie ranholt in Kombination mit Selbstverletzung, wird das Ganze nochmal creepy, gruselig und ein wenig unangebracht. Hat sich so tatsächlich zugetragen in einem Disneyland, fand ich gruselig, wollte ich euch einfach nur erzählen. Das wird jetzt hier auf jeden Fall mein erstes Bild. Es gibt noch viel mehr zu der Geschichte und wie creepy und abgefuckt das alles ist, von Kinderverstümmelung und Mordaktionen von Peter Pan. Darüber rede ich im zweiten Teil, der auf unserem neuen Collab-Channel herauskommt, veröffentlicht wird. Ja, der Kanal heißt Kids von damals und da sind ich, Kostas, Weilam und Horrorkissen bisher im Team. Wir sind die Kids von damals und präsentieren euch lustige Fakten, also einfach Facts über Disney-Filme und machen so ein bisschen Retro-Appreciation-Kram, also alles, was so aus unserer Kindheit uns fasziniert hat, darüber reden wir. Sehr Disney-lastig und da wird es auf jeden Fall einen zweiten Teil hierzu geben mit einem neuen Bild und ja, da werden auch verschiedene Sachen noch kommen, zum Beispiel reden wir über, kennt ihr das, wenn ihr eine Fernsehserie von früher noch kennt, aber kein anderer kennt das. Das ist zum Beispiel eine Sache, worüber wir sprechen. Dann verschiedene Fakten, verschiedene wahre Geschichten hinter den Disney-Filmen. Also falls ihr Fan von Disney-Filmen und Zeichentrick im Generellen und Nostalgie seid, solltet ihr unbedingt den Link, erster Link in der Videobeschreibung, auschecken und abonnieren. Und hier findet ihr jetzt mein finales Werk. Ein großes Gemetzel im Nimmerland. Und wie das Gemetzel dieser bösartigen Originalgeschichte weitergeht, findet ihr, wie gesagt, in Teil 2 auf Kids von damals auf unserem neuen Collab-Channel, der sich bald mit Inhalt füllt. Also Leute, bis dann. Schreibt in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Vergesst nicht, die kleine Glocke anzuklicken, dass ihr benachrichtigt werdet, wenn ein neues Video kommt. Und vergesst nicht zu abonnieren, wenn euch das gefallen hat. Haut rein, Leute. Tschüss.